Slayer. Moin moin Leute, ich habe hier ein 1-on-1 gegen den GR Bullet, also GR Bullet von GR Clan, Gaming Revolution. Den die hatten mir auch mal Clan war, leider verloren da. Ja, ich habe dann meistens immer gegen sein Teammate mit Troy 1-on-1s gemacht, glaube ich so ziemlich alle gewonnen, man schöne Spiele. Und jetzt habe ich in der CSL mal den GR Bullet herausgefordert. Da haben wir, ja, zwei Spiele, eins mit CSL-Regeln, also No Sprint, Zero Bloom, und ja, und, oh, nice Quickscope von mir, hehe. Und ja, ich will jetzt noch ein bisschen sowas im Gameplay sagen, das sollte kein Erniedrungs-Gameplay sein, wir werden jetzt sehen, was das Resultat ist, ich werde jetzt nicht spoilern, sonst mache ich ja die ganze Überraschung kaputt, wäre ja schade. Jo. Alles klar, jetzt zum Gameplay. Also wichtig ist immer, dass man Game Control hat und der Ring Control ist auch relativ wichtig, weil immer in der Nähe des Ring bleiben, entweder Snipe Street oder ihr Caro oder sein Caro, wie auch immer. Und dann kann man von dort aus super Spawn killen. Jetzt schön One-Shot gemacht mit der Diamant. Jetzt weiß ich, dass der Shotty-Core rennt. Darum gehe ich hier hin, aber meistens rennt er dann wieder zurück, wenn er mehr oder weniger schlau ist. Warte ich auf ihn, zack, zack, und dann, ja, leider habe ich ihn nicht erwischt. Aber hat eine gute Diamant, muss ich sagen, Metroid, Bullet. Heißt gleich wie ich, das ist ein bisschen komisch irgendwie. Muss ich mal Bullet sagen, muss ich mich immer selber. Dann nie rushen, wenn du One-Shot bist, dann immer zurückgehen. Irgendwie nicht an einer Stelle den Schild aufladen, wo er weiß, wo du bist, und immer ein bisschen an einem anderen Punkt sein. Dann schauen, ob er chase mit der Nade, dann nochmal eine Nade schmeißen, und dann habe ich gehört, dass ich ihn erwischt habe mit der Nade, und jetzt links durch. Und jetzt sehe ich ihn da an der Ecke. Das war übelst doof von mir. Das war echt doof von mir. Ja. Verchoked leider. Jetzt geht der Main Base. Main. Das ist ein übles Stellungsspiel. Da wusste ich nicht jetzt, ob ich chasen soll oder nicht. Hab immer gewartet. Und schlussendlich habe ich ihn gehört, dass er hier unten nervt, und jetzt muss er schauen. Zecka! Er war so nice. Mein Kumpel war in dem Zeitpunkt bei mir und hat zugeschaut und hat sich dann abgelacht, weil das so nice war. Jetzt bin ich ziemlich gerade ihn ein wenig am Spam killen. War richtig geil für mich. Den weniger natürlich. Ja, wobei das Spam kill jetzt da nicht gelungen ist, konnte sich nochmal retten. Dann, man sieht es sich auch mit der Diamant auf naher Entfernung nicht recht verchoke. Das war ja eh ne Lacker-Skill, aber trotzdem, erwischt ist erwischt und das ist das, was zählt. Es ist ja bei Rocks gespammt und weiß ich, dass jetzt nochmal bei Rocks kommt, oder nee, Snipe kommt er jetzt, ja genau. Ja. Und Sick No-Scope, man hat auch mehr oder weniger ein bisschen Luck. Jetzt da bei Snipe kam, da weiß ich, dass entweder Rock bei den Rocks kommt oder bei Snipe, dann schaue ich auch gleich dahin. Und da ist er ja. Und angeschossen und jetzt eine Nate dahin und dann links schauen, ob er da kommt, und da kommt er ja. Leider verchoked. Und Diamant-Duell. Er hat noch mehr verchoked als ich, zu meinem Glück. Irgendwie habe ich ihn dann down gekriegt. Oh. Das ist ja auch wieder richtig schön, richtig nice. Ja, mit der Snipe bin ich eigentlich besser als mit der Diamant, also vor allem 1-on-1s. So im Teamspiel merkt man bei mir, dass ich auch meistens nicht so viel mit der Snipe spiele. Weil ich bin halt beim 1-on-1 und da Sick Nate. Doof von ihm, also, ja, hat eigentlich keine Chance, hätte wegrennen können mit irgendwie Duck Jump und etc., aber hätte auch nicht viel gebracht. Hier weiß ich, dass ich die Snipe chasen muss, hat auch richtig gemacht, eine schöne Nade geworfen, damit ich zurückweichen muss. Und da hat er mich blöd überrascht, ich dachte, das sei runtergejumpt, aber ich habe zu spät gemerkt, dass er noch oben geblieben ist. Oh. Jetzt wäre das eigentlich seine Chance. Hätte jetzt, wenn er schlau gewesen wäre, wäre jetzt Richtung Ring 1 gelaufen. Hätte von Ring 1 Ring 2 können und dann an mein Window oder auf mein Snipe Street gehen können und eventuell mich noch abschießen können. Oder wenn er jetzt mich nicht gesehen hätte, dann hätte er gewusst, dass ich eigentlich Richtung seine Snipe gelaufen wäre. Da, ja, Pistol. Die Pistol muss... Die, wo nutzt man da? Das Vorteil an der Pistol ist, auf kurze Distanzen kann man ganz schnell einen Gegner down machen. Man muss einfach
wild drauf los spammen, also draufballern, was das Zeug hält, auf den Gegner und man trifft jeden Schuss, weil es ja Zero Bloom ist. Ja, hier, da mache ich einen doofen Fehler, war ja klar, dass der mir dann Weg abschneidet. Ja. Habe ich nicht genug weit überlegt. Aber hier oben, ja, zurück zu der Pistole. Aber nehmt die Pistole nur auf wirklich kurze Distanzen. Auf lange Distanzen ist sie nicht gut. Ich meine, mit der Sniper hat er dich schnell, oder du verchokst da viel schneller mit der Pistole auf lange Distanzen. Ja. Eine Pistole ist schon eine geile Waffe, wenn man in den richtigen Händen. Ich sag mal, meine Hände sind die richtigen, ha. Ah, da. Irgendwie habe ich da voll den Überblick verloren. Jetzt 10-4. Muss sagen, seine DMA ist nicht schlecht, was ein bisschen sein Problem ist. Er hat nicht so ein gutes Movement. Und seine Snipes-Farm, ja, sag ich mal, einiges verbesserungswürdig. Spam Controls, da auch wieder schöne Nades. Spielt viel mit Nades von 101. Das kann ja immer wieder euer Leben retten. Hier auch wieder probiert Spam killen. Dann angeschossen. Dann, wenn ihr einen One-Shot gemacht habt, Jason. Und dann. Wichtig ist aber auch beim Chasen, nicht unüberlegtes Chasen, weil zum Beispiel, wenn ihr jetzt irgendwie eine Nade setzt oder so noch. Man kann euch schnell One-Shot machen und dann gleich Down machen. Oder so. Immer überlegt. Ja, das war auch, bin halt gesprungen und hatte so einen kleinen Vorteil. Er konnte mich nur noch einmal anschießen. Ich habe halt den Headshot gezogen. Ja, ich weiß nicht, was ich da überlegt habe. Es war ja nicht klar, dass er Snipe spawnt. Da habe ich irgendwie zu früh weggeschaut. Schöne Nape von ihm. Nur leider, weiß nicht, da hat er richtig gezögert und da, ja. Ob Glück oder Skill, das ist jetzt die Frage. Ich würde sagen Skill. Und dann wieder, jetzt ist nochmal Snipe gespawnt. Es kann schon passieren, dass er eben zweimal Snipe spawnt. Oder schon wieder One-Shot. Auch wieder. Ah, da habe ich ein bisschen Zeit verloren. Ich bin am besten gerade gleich auf Top-Snipe gerannt. Hab ich ihn gehört? Ja, genau. Ja, da hat er übelst gechoked und ich mach wieder da. Das ist übrigens nicht irgendwie ein Luckshot, was ich da mache. Das ist mehr so eine Taktik, weil ich mache das noch viel, wenn einer One-Shot ist, einfach so rüberziehen. Viel wirklich ruhig ist, hat das keine Chance. Ja, Leute, das war mein Gameplay, mein erstes Commentary. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.